Ich überlege gerade, oder versetze ich das noch eins weiter nach hinten? Ja, das kann man so machen. So, wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Hier rüber. So, da ist eine Tür. Da ist die andere Tür. So. Ich musste nur gerade ein bisschen Maß nehmen. Oh ja. Dann einmal da reinhacken. Hier weiß ich noch nicht, ob mir das so gefällt. Müssen wir noch mal gucken. Jo. So. Ja doch, das geht. Bei welchem Thema waren wir eigentlich gerade? Bevor wir zu diesen komischen Vampiren gekommen sind. Crossover Vampir. Weil wir bei U-Bahn. Achso, U-Bahn, ja. Was ich dazu noch sagen wollte, irgendwann wird unsere Welt sowieso so groß, dass wir Bahnen verlegen müssen. Da kommen wir gar nicht drum rum. Aber das hatten wir auch, glaube ich, schon mal kurz angedeutet, dass wir das auf jeden Fall mal machen wollen, oder? Kann sein. Glaube ich zumindest. Was ich halt in die Richtung auch interessant finde, es gibt auch Mods oder sowas, womit man Teleporterpunkte setzen kann oder so, soweit ich mich richtig erinnere. Das kann sein. Aber das finde ich irgendwie nicht ganz so cool. Ja, da könnte man so Schnellreisestationen praktisch machen. Also es ist halt fürs Let's Play oder sowas. Oder wir müssen uns halt dann wirklich auf irgendeine Ecke einrichten. Da bauen wir jetzt erstmal hier so und so lange da drin rum oder so. Ja. Na, mal gucken. Genau, das sehen wir dann, wenn es soweit ist, wenn wir irgendwann mal diese Gegend erreicht haben praktisch. Ja. So, das haben wir erstmal so dann. Ballas, wie baut man gleich Bücherregale? Bücherregale, what the fuck? Oben die komplette Reihe durch mit Holzbrettern. Unten auch, Mitte oder? Die Reihe, Mitte, genau, unten auch. Und Mitte die Reihe mit Büchern durch. Also drei Bücher brauchst du. So, das heißt, ich kann uns nochmal 20 Regale bauen. Wie scheint. Okay, das ist schon mal ganz gut. Ja, jetzt habe ich 27. Willst du die schon haben? Entschuldigen Sie, Herr Juvi, Sie haben erwähnt, dass Sie irgendwo Holz mitgebracht haben. Ich bräuchte nämlich noch mal ein paar Treppen. Wie viele? Warte, erstmal muss ich mein Inventar ein bisschen freimachen. Weil lustigerweise habe ich das Holz schon fast wieder verbraucht, ey. Okay. Erstmal zwei Stück würden reichen. Ja, die habe ich auch noch. Also ich kann dir noch ein paar mehr geben hier. Das waren alle, die ich habe. Yay! Und hier, warte mal. Ich gebe dir mal die Bücher auch gleich. Da kann was hin. Okay, alles klar. Ich will hier gerade mal optisch was testen. Gut, das mache ich jetzt ohne Bücherregale. Das mache ich jetzt erstmal mit so einem Holzblock. Schau mal kurz rein. Also jetzt, vorstellungstechnisch, wenn das ein Bücherregal wäre. Mhm. So, dass oben da diese Leiste dazwischen ist eventuell. Warum nicht? Gibt dem Ganzen ein bisschen Abwechslung. Dann eventuell, warte mal, wenn wir dann unten auch nochmal so eine Reihe machen und unten dann nochmal eine Reihe. Ich glaube, das ist wiederum nicht so cool. Moment, mit der Spitzhacke werde ich das nicht so geil runterkriegen. Okay, dann mache ich das erstmal so hier. Setze ich hier mal. Alter, was wir hier im Büchern brauchen werden. Ja, aber das finde ich gut. Sehr gut. Dann mache ich das nämlich so. Also Bibliotheken sind ein verdammter Fluch. Oh ja. Wenn ihr die Wahl habt, lernt niemals lesen, Kinder. Das kommt euch nicht. Lesen ist auch ganz schlecht für die Augen und so, ne? Tut irgendwann weh. Ich lese auch viel zu viel, das ist voll schlimm. Ich bin inzwischen bei dieser Game of Thrones Reihe, bin ich inzwischen angekommen bei Buch Nummer 7.
Ja, wie wir ja letztes Mal schon hatten, du hast ja auch echt Zeit zum Lesen. Ja, während meinen Fahrten, ne? Während meiner Fahrt zur Arbeit und so, ne? Ja, zur U-Bahn, genau. Während meiner Fahrt zur U-Bahn, während ich mit der U-Bahn zur U-Bahn fahre, habe ich Zeit zum Lesen. Und ja, dann schlage ich da so die Zeit ein bisschen tot, indem ich lese während ich zu Fuß unterwegs bin. Ja. Hey, wie unlogisch ist das denn? Kannst ja auch mit dem Fahrrad fahren und nebenbei lesen. Ja, du kannst auch zu Fuß gehen und nebenbei Auto fahren und lesen. Was? Nee, das geht nicht. Ich habe eine Limousine, da kann ich drin laufen. Okay. Hinterfrag das nicht. Ich glaube, ich gehe mal Holz hacken. Geronimo, was auch? Grübel, grübel. Psst, ich versuche zu denken. Genau, halt's Maul. Alter. Ach ja, das war eine meiner Lieblingssätze damals in WoW. Kam das denn bitte vor? Weiß ich überhaupt nicht mehr. HDZ2 war das, oder 3? Was war es? Stratholm, das alte? Uff, weiß ich nicht, auch nicht mehr. Da, wo man Jaina Proudmoore irgendwie. Ja, ich benutze den Originalnamen, den Namen, Eigennamen werden nicht übersetzt. Auch wenn sie im Deutschen Pracht mehr heißt, egal. Weil, wo du Jaina Proudmoore irgendwie begleitest und wenn du sie anklickst, dann kriegst du, dann kommt halt ihre Aussage da. Psst! Ich versuche zu denken. Lol, okay. Anbei sollte man auch drüber nachdenken, welche Haarfarbe hat Jaina Proudmoore? Ja. Blondie! Ich verstehe schon. Ja, für die Leute, die kein WoW spielen oder sowas, ist das vielleicht ein ganz nützliches Hintergrundwissen, zu wissen, was für eine Haarfarbe sie hat. Um den Witz besser zu verstehen. Behaupte Ja, ich es gut, das einfach mal. stimmt. Da könntest du schon recht haben. Aber wie gesagt, das fand ich halt ziemlich lustig. Das habe ich auch jedes Mal irgendwie wieder so ein bisschen gefeiert. Lustig ist es auch, wenn man irgendwie in einer Gruppe unterwegs ist und dann erstmal da stehen bleibt und sich da drüber beäumelt, während der Rest weitermachen will. Und es einem einfach scheißegal ist. Willkommen in WoW? Nein, willkommen, wenn ihr irgendwas mit Balas gemeinsam zockt. Ja, du hast nicht umsonst so einen WWPU-Magier gespielt. Wasserbrot Nein. und Umfug. Nein, 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 nein. Damals habe ich schon meinen Druiden gespielt. Damals war ich schon ein Bär. Wasser. Ein Tänkebär. Weil wir gerade bei Bären sind, ne? Ich spiele auch in LoL, spiele ich relativ oft den Wullibär. Ich mag Bären. Oder Annie. Oder Annie, denn die hat auch einen Sandbären. Bären. Habt ihr meinen Bärentee was gesehen? Nom 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 nom. Was? Moment, das war Sugar. Jetzt habe ich was Ja, verwechselt. nur süßer. Nom 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 nom. So, okay, jetzt führt hier schon mal eine Treppe nach draußen. Oh, wie süßer. Chugat finde ich voll süß. Okay. Ja dann. Chugat ist voll niedlich. Das ist voll der Niedliche. Hä? Willst du sagen, Chugat wäre nicht süß? Ne, irgendwie nicht. Ach man. Ist zumindest nicht so mein Geschmack, sagen wir es mal so. Also. Chugat ist genau mein Ding, du. Kann ja jeder denken, wie er will, aber meins ist es nicht. Ich stehe drauf, von gefressen zu werden. Ja. Warum? So, warte Wer mal. macht denn Hey, sowas? das ist. Was soll denn das? Nee! Alter, jammer nicht so. Das geht mir aber schon wieder voll auf die Eier. Hunger! Nom 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 nom. Dass das mal wieder vorkommt, ich habe keine Cobblestones mehr. Ja, ich muss auch gerade nochmal zur Kiste draußen. Haben wir da noch welche? Nö. In der rechten Kiste sind bestimmt keine. Nö, zum Glück nicht. So, das muss reichen. Wir müssen uns später die Übergänge in den Etagen nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja, das kann man dann, das ist dann Feinarbeit. Also die habe ich jetzt erstmal irgendwie dahin gerotzt quasi. Mir gefallen die noch nicht so gut. Moment, ich muss zählen. 3. So. Okay, 13.
Ja, was, ich bin so klug, ey. Ja? Nein. Das heißt, hier ist die Mitte. So. Okay. Nein. Das war auch hier, so. Alles klar. Du hast nicht zufällig noch ein paar Fackeln dabei? Doch. Ach, warte mal, ich kann mir auch selber schnell welche machen. Ne, warte, ich habe so viele dabei, nimm mal die mal. Hier, guck mal. 12, wenn du willst, kannst du dir auch gerne noch einen Stack geben. Ne, passt schon, passt schon. Offenes Feuer in der Bibliothek, immer eine gute Idee. Ja, ja, genau. Wir sollten hier Glowstone reinsetzen. Ich glaube, das ist sehr viel bücherfreundlicher als Fackeln. Ja, ein bisschen zumindest, ja. Ich meine, welcher Vollidiot stellt Fackeln in die Bibliothek? Du. Ja, okay. Aber welcher normale Vollidiot? Es gibt normale Vollidioten? The fuck? Ja, klar. Es gibt auch nicht normale Vollidioten. Aber die sind ausgestorben. Weil die waren anders als die anderen. So, dann haben wir das schon mal. Ich sagen, wir machen das hier mal so, genau. Stimmt da. Stimmt da. So. Das hier wollte ich zumachen. Und dabei, als ich gedacht habe, geh mal da rüber und mach das mal zu, ist mir da diese Schlucht entgegengesprungen. Die hat mich praktisch angesprungen. Sie hat gesagt, da bin ich. Und ich hab, nom nom nom. Da ist sie. Dann war sie auf einmal da. Ich bin irgendwie in das Loch reingefallen. Nein. Ich muss ein Schild aufstellen. Reingefallen. Was haben wir denn sonst noch hier so? Kann man hier mit irgendwas anfangen? Oh, hier sind auch 3 Leder drin. Diese Lieder, manchmal nerven die ja echt ab. Ich kann sie auch inzwischen echt nicht mehr hören, manchmal. Ich weiß auch nicht, was du gerade hörst, aber ist mir eigentlich egal. Ja. Ja, du musst sie auch nicht hören. Ich würde ja schon gerne. Aber ich kann nicht. Weil Juri ist so schüchtern. Was? Echt? Juri ist schüchtern? Weiß ich auch nichts von. Ja, das ist, behaupte ich jetzt einfach gerüchteweise. Gerüchteweise. Kaufst du Tüte Deutsch für 1,50 Geld, hat mich auch gehelft. Alter. Genau, Alter. Alter ist eigentlich immer wichtig, ja. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich weiß es nicht. Ich bin hier schon mal ein bisschen an der feinen Verzierung noch mit. Vielleicht machen wir hier den Eingang noch mal ein bisschen anders. So. Mensch, wir kommen aber trotz alledem schon wieder recht weit gerade. Aber ich muss sagen, es wird auch langsam ein bisschen spät. Jo. Juvi? Jo. Schau mal kurz, wenn du hier reinkommst, wie findest du da gegenüberliegenden Wand das Ding? Was willst du da reinmachen? Weiß es nicht, also muss ich noch schauen, aber das hätte ich jetzt so erstmal irgendwie. Okay, ja doch, kann man aber auf jeden Fall machen. Also ich meine halt so, blub, hier, keine Ahnung, als Deko-Ding eventuell noch mit ran und vielleicht von außen an die Fackeln ran oder so. Ja, kann man schon machen. Also auch hier dann eventuell so rum. Halt, Moment. Es ist da keine Fackel drauf. Nein. Ja, weiß ich. Keine Sorge. Das ist meine Bauplattform, damit ich. Achso, für die Decke. An die Decke komme. Ich dachte schon so, was ist das? Deswegen mache ich die extra aus anderem Holz oder irgendwie sowas. Damit du das dann erkennst und wegbauen kannst, ja. Okay, genau. Alles klar, du bist entschuldigt. Wo ist meine Axt? Was?
habe nicht vor, es abzureißen. Nein, würde ich nie machen. Nein. Weil dann können wir uns jetzt, oder kann ich mich jetzt hier nochmal schnell um die Decke kümmern. Und so ein Viertelstündchen können wir noch und dann sollten wir aber auch mal aufhören. Jo, alles klar. Also quasi eine Folge noch. Yay. Way.